Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Deerfield Park. Teststrecke für die Fahrzeuge. Natürlich wie immer mit dem lieben Patrick. Der hat sich schon mal gemütlich gemacht. Hallo Patrick. Hallo. Ich dachte, du tappst gerade so durch. Ich setze mich so lange. Genau, ich musste mal ein bisschen gucken, welche Fahrzeuge hier so unterwegs sind. Wir haben einen Toyota. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Toyota Bandeirante. Was Brasilianisches. Beziehungsweise ein Fahrzeug, das in Brasilien häufig gefahren wird und laut Modder im Construction-Bereich, ne, also in der, im Baubereich wird der wohl sehr häufig unterwegs sein. Und da hast du mal Hand angelegt, aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Ja, genau. Was der noch so mitbringt. Ich würde sagen, wir fangen wie üblich an mit unserem Test und werden den mal auf die Rennstrecke bringen. Wir können dann direkt mal gucken, wie der sich so verhält und aussieht. Ich würde sagen, wir springen schon mal rein. Ich starte schon mal den Motor, wie immer. Springen wir zwei nach rechts. Ich würde jetzt AD für den AD-Fahrer starten. Passt dir das? Jo, bin bereit. AD läuft. So. Ach, da habe ich ein bisschen länger Zeit als bei so manchen anderen Fahrzeugen. Das ist gut. 3, 2, 1 und go. Ja, ich glaube, da... Oh ja, das fühlt sich an, als könnte man... Wollte man da nicht vom Gas gehen in den Kurven. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich so ist. Das könnte seit langer Zeit mal sein, dass wieder ein AD-Fahrer durchkommt, oder? Das wäre gut möglich, ja. Okay, 80 km/h Spitze. Ich behaupte, das ist für dieses Fahrzeug wahrscheinlich auch sehr realistisch. Wenn ihr sagt, Mario, da fehlt doch was... Ja, das stimmt, da kommen wir aber später noch dazu, was da fehlt. Guck mal, AD-Fahrer überholt. Du bist wahrscheinlich direkt hinter mir, ne? Ja, genau. Da geht es hier nur um die Ideallinie. Es könnte auch seit langem mal wieder ein Fahrzeug sein, mit dem man ohne Crash durch die Bahn ankommt. Ja, genau. Aber gut, er lässt sich auch ein bisschen Zeit, ist ein bisschen gemütlicher unterwegs, wir sind bei einer Minute. Aber das liegt daran, dass ich meine windschnittige Anhängerkupplung mit konfiguriert habe. Aber es ist der jetzt quasi, oder? Ich kann mich sogar noch umdrehen. Aber man kann ja, nicht überholen, oder? Schwierig, da müsstest du jetzt schon Fahrfehler machen und nicht die bessere Linie finden, aber... Ja, ja. Nee, das ist... ja, gemütlich. Ja, das sind, glaube ich, Nuancen, die man hier rausholen kann, wenn du wirklich... das hat nur noch mit der Linie zu tun, ne? Ja, aber mit nichts anderem. Also, ich wage eine vorsichtige Aussage. Er wird sich eher in den hinteren Reihen bewegen. Und mal gucken, ob er den Kurs schlägt. Kein Speed Champion. Nee. Er ist auf jeden Fall wendiger als der Bus. Ich weiß gar nicht, wie schnell fuhr der Bus. Fuhr der auch so ungefähr die Geschwindigkeit? Wird wahrscheinlich seine Stärken woanders ausspielen. Obwohl, es ist halt eine gemütliche Fahrt, ne? Da muss man... Jo, entspannt. Ja. Komm, währenddessen können wir vielleicht mal in die Innenansicht. Oh, spartanisch. Spartanisch. Das Gerät. Ich würde ja gerne mal vom Gas gehen, um zu sehen, ob das Pedal funktioniert. Also Lenkrad funktioniert schon mal. Tachoanzeige funktioniert. Obwohl, da können wir auch tatsächlich schon fast über die Mod-Qualität sprechen. Texturen sind so okay, ne? Ja, es ist auch sehr spartanische Texturen. Ja.
mir sogar ein leichtes Kribbeln dann in den Anzeigen. Okay, also jetzt. Das Witzige ist, dass ich glaube, AD ist uns noch nie so nah auf den Spuren gewesen. So, das war's. 3,43. Also, er ist angekommen. Ja, also AD wird auch ankommen. Ja, lasst uns gar nicht lange aufhalten. 3,43 ist halt 3,43, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich kann es nochmal eben hier in die Liste eintragen, dass ich es nicht vergessen habe. 3,43. Damit wird er auf jeden Fall nicht in der Geschwindigkeitsnummer nach vorne kommen. Dann können wir direkt mal in die Mod-Qualität einsteigen. Also Texturen, auch die von den aufgeklebten Decals hier, das ist leider nix. Wir können mal hier bei dem AD etwas anderes Decal, auch das ist matschig. Ich weiß nicht, sind das Standardräder? Das hier sind ja Continental Lizard Räder, steht hier drauf. Das hier sind Continental. Eine andere dritte Variante, aber die habe ich jetzt, haben wir jetzt hier gerade nicht am Start. Ja. Es ist halt, also was man ihm zugutehalten muss, es ist ein eigener Mod. Aber ich würde sagen, da kommen wir in der Kreativität nochmal drauf hin. Ne? Im Standard ja, hat er, glaube ich, keine Extras, also Simple SC hat er nicht. Maus Control hat er auch nicht. Irgendwas ausfahren, einfahren gibt es auch nicht. Ja, wie gesagt, Texturen im Innenraum. Ja, spartanisch ist das richtige Wort. Ich guck mal eben. Also Pedale funktionieren, Schalthebel funktioniert. Das ist ja schon mal was. Lenkrad. Okay. Ja, ich würde, vom Gefühl her, würde ich den hinter den Willys, hinter dem Jeep einsortieren. Da wären wir bei der Mod-Qualität bei 2. Ja, es hat seinen Charme, aber nicht, der liegt nicht in der Mod-Qualität, ne? Ja, genau. Ja, das ist schön gesagt. Hat seinen Charme, aber nicht in der Mod-Qualität. Ja, damit würde ich sagen, springen wir auch weiter zum nächsten Test. Da brauchen wir gar nicht länger drauf eingehen. Das ist, ja, da kann man sich auf jeden Fall, wie gesagt, einig sein. Das passt. AD ist angekommen, das ist wiederum ganz schön. Das heißt also, warum machen wir diesen AD-Test, liebe Zuschauer? Es geht natürlich auch darum, dass ihr diese Fahrzeuge, gerade wenn ihr den auch irgendwie sinnhaftig benutzen wollt, auch mit AD irgendwo hinfahren lassen könnt. Jetzt ist es so, den kann man fahren lassen, mit 80 km/h braucht ihr euch keine Sorgen machen. Den Monster Truck kann man auch für andere Sachen benutzen, aber den könnt ihr nicht mit AD irgendwo hinfahren lassen. Also deswegen dieser Vergleich. So, jetzt sind wir hier in der Innenansicht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Rückwärtsfahren. Der ist auf jeden Fall übersichtlich, fährt halt nur 18 km/h, deswegen wird er wahrscheinlich in der Zeit nicht so ganz hoch ankommen. Aber ich sag mal so, den kann man rückwärts fast wie vorwärts fahren aus der Innenansicht, ne? Jo. Wenn der keinen Aufbau hinten drauf hat, geht sich das sehr. Oh, jetzt habe ich die Wand. Ja, der ist. Wendigkeit ist ein Ding, ne? Der ist nicht. Ja, das so musste ich auch gerade feststellen. Ja. Hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen geschickter machen können, aber er hat einen relativ großen Wenderadius. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. So, tock, da sind wir bei 43 Sekunden. Damit reiht er sich bei der Geschwindigkeit, bei dem Monster Truck und dem Ford Mustang ein. Das liegt aber meistens bei denen auch an der Geschwindigkeit, mit der die rückwärts fahren. Ne? Ja, gut, ist das geschwindigkeitslimitiert halt. Ne? Übersichtlichkeit und Wendigkeit. So, da kann man ja, haben wir jetzt schöne Vergleiche immer schon. Übersichtlichkeit war wirklich gut, finde ich. Rückwärts fahren, wenn du keinen Aufbau drauf hast, das müssen wir uns mit dem Aufbau vielleicht nachher nochmal angucken. Also auch wenn mit der kleinen Pritsche, die ich ja drauf habe, ging das sehr gut. Okay, ich habe natürlich die kleinere Pritsche genommen. Ja. Okay, das heißt, das geht auch gut. Also eine 5 ist es nicht, aufgrund der Wendigkeit sowieso.
Ich wäre jetzt gewillt, ihm so eine 3 bis 4, vielleicht sogar die 4 zu geben. Dann wären wir beim Suburban. Ich finde das, ja, das passt auch. Ja, also man kriegt die dann durch. Ich, vor allem spätestens, wenn man sich mal, man weiß um die, wenn, den Wendekreis, kriegt man immer durch den Parcours hier durch. Ja, genau. Ja, dann gehen wir den mal damit. Das haut doch ganz gut hin. Wir können auch mal eben gucken. Ne, dieser Aufbau, den du schon erwähnt hattest, das ist so eine kleine Pritsche, hat Spanngurte und das ist es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich direkt aufladen. Filtype eher nicht, ne? Nee, ganz normale Pritsche. Ist die denn mit X zu öffnen? Ah ja, X öffnet die. Haben wir da wenigstens eine Funktion dabei. Ansonsten diese Abstellmöglichkeit hier mit diesen Hebeln. Aber der hat sich im Boden jetzt gesetzt, ne? Das würde dann auch wieder... Das macht er normalerweise nicht. Ja, das könnte vielleicht im Untergrund hier liegen. Probieren wir nachher nochmal an anderer Stelle aus. Gut, das dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Gelände. Und da hast du einen mit einer größeren Pritsche, da hat er deutlich mehr Platz. Wahrscheinlich dann auch entsprechend Spanngurte. Kann man den auch mit X öffnen? Ah ja, guck mal, sogar komplett. Das ist natürlich noch ein bisschen cooler. Das gefällt mir ganz gut. Das sieht irgendwie auch, ja, schick, sieht auch so ein bisschen mehr nach Farmpritsche aus, sage ich jetzt mal. Ne? So, ja, genau. Ist konfigurierbar, auch mit einer Anhängerkupplung, seht ihr hier auch. Ich habe jetzt meinen mal ohne konfiguriert. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die in das Geländegängigkeit ein und dann werden wir Kreativität und Gelände nochmal messen und gucken, wo er sich einsortiert. Dann würde ich sagen Vollgas. Also wir gucken uns dann natürlich auch noch den Mod noch einmal im Shop an, dass wir das nicht vergessen. Licht an. Ja, er macht einen kleinen Hüpfer, Entschuldigung. War ich zu ungestüm. Na ja, gut, er kommt halt nicht mit großen Geschwindigkeiten einher, ne? Deswegen hat die Steilkurve, tut ihm da nichts. Oha. Da war jetzt aber jemand anders rumgestüm. Ja. Oh, guck mal, der. Also er hat Freiheit, Bodenfreiheit, obwohl, ne, da war eine Kollision, die man nicht sehen konnte. Ich habe mich festgefahren. Oha. Also er hat scheinbar komische Kollisionen. Ja, die nicht erkennbar sind. Er hat die und im unteren Bereich hat er Kollisionen. Die sieht man nicht. Oh Mann, das gibt auch Abzüge in der B-Note. Da habe ich mir mehr versprochen. Ja. Die Geschwindigkeit ein bisschen. Oh, ich komme hier gar nicht rüber. Oh ja, ich glaube, ich breche das gleich ab. Warte, einen Versuch machen wir noch. Ein bisschen Speed aufbauen, wenn es denn geht. Ne, keine Chance. Oh weia. Das, ich glaub, da haben wir wieder ein im Thema Modqualität ein Problem, würde ich jetzt behaupten. Das, weil er so schlägt nirgendwo an, also dürfte nirgendwo anschlagen, sagen wir mal so. Optisch tut das nicht, ne, genau. Ach, jetzt sitzt der sogar hier unten im Wasser fest. Oh weia. Oh, Patrick. Also ich möchte ihn ja gerne weiterfahren, aber ich trage ihn ja aus dem Wasserloch raus. Ich würde dir vorschlagen, das zu umfahren. Solltest du da hinten irgendwann dich rauslösen können. Boah, er scheint aber den Berg, auch wenn er sich da schwer tut, aber er kraxelt den Berg hoch. Bleibt hier auch stehen, das passt.
Okay, mal runterfahren, er hat einen etwas längeren Bremsweg. Ja, ich kriege den hier nicht zum Stehen. Wenn ich einmal auf 15, 20 gewesen bin, dann rutscht der einfach weiter runter. Das ist irgendwie enttäuschend. Hm. Aber rein von der Vorlage her sollte er eigentlich ja geländegängig sein. Ja. Nee, also irgendwo sind da die. Er hat auch die keine Federwege. Keine wirklich erkennbaren. Oh nee, also da muss ich jetzt schon fast sagen, ob wir damit der 2 nicht sogar ein bisschen hochgegriffen haben bei der Modqualität. Aber gut, Geländegängigkeit kriegt er halt dann die Abzüge nochmal, ne? Ja. Okay, hier schubert er sich für ein bisschen. Verborgene Mängel. Ja, genau dafür ist die Teststrecke da, ne? Dass wir sowas dann wirklich finden. Ja, liebe Zuschauer, es ist so, dass wir nicht jeden Mod hier vorher durch die Teststrecke fahren. Auf keinen Fall. Und ich behaupte auch, dass wir den hier gar nicht weiterfahren müssen, weil der wahrscheinlich da nicht durchkommt. Also ich finde, so in der Konfiguration, wie Patrick den jetzt hier aufgezogen hat, mit dieser Holzpritsche da hinten drauf, das sieht ja schon ganz cool aus. Es ist ein eigener Mod, das müssen wir ihm einfach mal zugute halten. Er hat diese Aufbauten, was ihm bei Kreativität ein bisschen was bringt. Bei Geländegängigkeit, boah, da schwanke ich einmal zwischen. Boah, ich würde fast sagen, mit einer 1 wäre der zu gut betitelt. Ja, dafür hat er zu viele Fehler, ne? Also der ist jetzt hängen geblieben, der ist ja. Nö, will ich ihm eigentlich fast die 1 nicht geben. Das haben wir für den Mustang verteilt. Der ist aber noch deutlich besser durchgekommen. Und für den Mini Cooper, nee, das können wir nicht machen. Dann kriegt er eine 0. Hilft nichts. Ja. Kreativität. Also. Ach, guck mal, da hast du die aber auch jetzt im Boden sitzen, oder? Ja, ich weiß nicht, irgendwer, ich war das ja Andreas, der mir erzählt hatte, dass es mit den Wechselbrücken im Multiplayer schon mal Schwierigkeiten gab. Ja. Weil im Singleplayer passiert das nämlich nicht. Aber da hat Andreas irgendeine Möglichkeit für gefunden. Ja, scheinbar ist das hier nicht okay, aufgefallen. Gut, das schlägt auf die Modqualität einher. Ich gucke nochmal kurz in den Shop, damit wir das auch alles gesehen haben, was da, welche Möglichkeiten es da gibt. Also, ihr findet diese Aufbauten unter den Anhängern, natürlich relativ weit hinten. Da gibt es 2 verschiedene Aufbauten, Karosserie, Karosserie 1 und 2. Und flache Karosserie, die hat hier diese, das wird ganz witzig gemacht beim Aufstellen, dann kurbelt er eben diese Wechselbrückenstempel da hoch und runter, entsprechend mit leicht unterschiedlichen Designs. Dann habt ihr hier so einen Schmutzfänger da, die Farbe, Hauptfarbe und Farbe 2 könnt ihr hier noch entsprechend anpassen. Das habt ihr gesehen, aber ansonsten ist das Ding erstmal fix. Ansonsten gucken wir uns den mal an. Unter den Fahrzeugen, wenn wir gerade eben durchscrollen, wo ich den finde, da ist er. Den gibt es natürlich in der Standardvariante oder auch in der Hirschfeld-Variante für uns, aber die kriegt ihr natürlich nicht. Deswegen gehe ich nur mal die Standard-Designs durch. Da gibt es hier diese Aufkleber, haben wir schon gesehen, die jetzt etwas schwach sind. Es gibt so verschiedene Reifenvarianten, Gelände. Lizard und Michelin und dann gibt es eine Straßenvariante, das ist diese hier. Die haben wir auch für den AD-Fahrer gemacht. Wie gesagt, verschiedene Farbkonfigurationen. Du hast auch gesagt, da gab es auch einen Fehler im Mod, ne? Da musstest du auch noch was ranpacken, damit die Farbkonfiguration auch wirklich gegriffen haben. Ja, der hat einen Copy-and-Paste-Fehler, nenne ich es mal, gemacht, als er die Farbwahlen eingetragen hat in der XML-Datei. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel wenn es 2 Designfarben gibt, also Design-Material 2.1 und 2 sozusagen, also die 1 steht ja nicht dran, also dann die hießen aber alle gleich hinterher dann in den Unterkategorien, dann greift das nicht. Ja. Da hat er nur kopiert und hat aber vergessen, beim Kopieren dann anzupassen. Das ist eine Kleinigkeit gewesen. Ja. Aber dadurch funktionieren nicht alle Farbwahlen. Okay, gut. Das
ja, muss man halt mit in Betracht ziehen, das ist halt so. Ja, tue ich mir jetzt schwer. Wir haben jetzt Geländegängigkeit, mich bei Null gelandet, Kreativität, der hat diese Sachen drauf, der hat, es ist ein eigener Mod, das muss ich zugute halten. Aber dann hört's auch schon fast auf. Also diese Pritschen, klar, kann man bewerten. Ja, wo gehen wir da hin? Kreativität. Ja, das ist eine 2 bis 3 maximal. Darf nicht überstrahlen. Komm, die Idee dahinter, Pritschenwagen, Brasilien. Wir gehen auf eine 3. Dann sind wir aber trotzdem bei in Summe 9 Punkten, was wirklich schlecht ist. Das reiht sich gerade eben noch vor dem Schulbus ein. Ja. Ja, liebe Zuschauer, was soll man dazu sagen? Ne? Also, den können wir nicht, nicht anders bewerten. Die Idee dahinter ist cool. Da wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber wie gesagt, an sich, wenn ihr kein geländegängiges Fahrzeug sucht, das eine Anhängerkupplung hat, das eine Pritsche hat, das so im brasilianischen Stil daherkommt, da gibt es ja auch jetzt viele, viele Mods im Mod-Hub wieder, die brasilianischer Ursprung sind, wenn ihr da eine Karte spielt oder so. Also für Feldwege wird funktioniert. Ja, ja, genau, Feldwege, ja. Durchaus ein Mod, den man da nutzen kann und auch spielen kann. Aber wenn ich so sagen darf, das ist keine Empfehlung der Redaktion. Es gibt aber sicherlich Einsatzzwecke, wo man den auch hinbringen kann. Ne? Aber das muss schon ein sehr spezielles Projekt sein, wo ihr sagt, ich möchte das auch alles zusammen spielen. Und dann könnt ihr den mit da reinnehmen. Ansonsten. Ein spezielles Setting halt, ne? Also, ja. Wo man wirklich, ich möchte jetzt hier das Brasilien-Flair haben. Und mir reicht es, einen Pickup zu haben, den ich über den normalen Feldwege fahre. Das wird er leisten können. Ja, schade, jetzt beim Test hat sich herausgestellt, dass er noch ein paar Fehler hatte, die ich nicht kannte vorher. Schade. Ja. Aber ich sag mal so, für das spezielle Brasilien-Setting und ich fahre über den Feldweg, das funktioniert. Ja, denke auch. Also, wie gesagt, auch mit den Pritschen drauf, das funktioniert ja alles, es geht ja. Ihr habt gesehen, Multiplayer verschwinden die im Boden, die müsst ihr halt dann mal mit Strong Farmer oder so anheben. Ja, von daher. Ich glaube, Wertung ist gerechtfertigt, hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Also, ne, und fragen, sonst wird er gar nicht erst hier in das Modset kommen. Kommt aber nicht über die Brücke in unsere Top 5, in keine der Kategorien. Von daher, ja, muss er mal hier stehen bleiben und geht wieder zurück in die Garage. Meine Lieben, nichtsdestotrotz, wer von euch da Einsatzzwecke befindet, schreibt doch mal gerne rein. Wer von euch hat denn schon mal Brasilien- oder Südamerika-Projekte gespielt und sagt, das wäre eigentlich ein Mod, den ich da gut gebrauchen könnte, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss. Und auch von mir. Alles Gute, bye bye und ade.